Im Sand spielen, das ist schön. Oh, weia. Was kommt da denn geschwappt? Eine Welle. Nicht so schlimm. Das Bauen im Sand macht so viel Spaß. Ich fange gleich wieder von vorne an. Pass auf, kleine Krabbe. Das Sandspiel für zu Hause. Fülle das Sandförmchen mit dem magischen Sand und lege die Sandfigur geschickt auf den Spielplan. Aber überlege genau, wohin du sie baust. Denn die Wellen spülen alles weg, was zu nah am Wasser ist. Na, wer baut die meisten Sandfiguren? Wusstest du, dass das gar kein normaler, sondern magischer Sand ist? Er trocknet nicht aus und lässt sich ganz wunderbar formen. Damit eignet er sich besonders gut fürs Drinnenspielen und auch schon für kleinere Kinder. Hol dir den Strand nach Hause mit Pass auf, kleine Krabbe von Moses.